Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Avorion Trade. Wir suchen jetzt die ganzen Spots, wo ich Aluminium verkaufen kann. Da wir gerade ein neues Handelsschiff bauen. Wo wir dann auch Aluminium verkaufen könnten. Hier kann man Aluminium kaufen, aber nicht verkaufen. Prozessoren kann man hier verkaufen, ja. Oder auch Rohöl nicht. Stahl auch wieder. Aber Aluminium ist sehr schlecht, da nicht. Dann fliegen wir mal weiter. Wir wollen die Alupreise hier drücken. Wenn es nicht gekauft wird, bringe ich es halt zu denen, ne? Ganz einfach, dann kann ich auch die Alumine dann dementsprechend auch erhöhen, dass sie mehr produziert. Ich dann jedes Mal 2000 Aluminium transportiere, warum nicht? Oder 3000. Oder 5000. Schätzen und verkaufen. Okay, kein Aluminium. Auf jeden Fall werden wir das so machen. So, mit Wasser habe ich das ja auch schon gemacht. Einzelne Sandeschiff dafür gemacht, dass eine Route abfliegt, wo es dann halt Wasser verkauft. Noch zusätzlich, wie es von der Station ist. Und das bringt's ja. Ja, hier wird auch kein Aluminium geholt. Aluminiummine. Ja, das ist ja egal. Gehen wir weiter in die Richtung, wenn da eine Aluminiummine ist. Werde ich mal gucken, wo ich dann mein Aluminium hier loswerde, ne? Beispiel hier kann ich Aluminium verkaufen. Notiz. Alu Verkauf. Also Alu Kauf, Alu Verkauf, das ist ja. Also egal wie. Hauptsache, ich habe hier ein paar Spots. Kann ich auch Aluminium verkaufen? Aluverkauf. Fliege ich mal dahin, wenn ich da auch Aluminium verkaufen kann, ist auch super. Wie war reparieren könnte ich mich mal langsam. Bin ja wieder voll geheilt.
und reparieren. Und Aluminium. Alu-Verkauf. Treue Händler, ne? 1, 2, 3. Vier Stück, wo ich es schon verkaufen kann. So bei 10 Stück ist gut, weil irgendwann wird er auch Verbrauch. Und der müsste ja erstmal hin und her fliegen. Nachher verkauft er dann nichts mehr. Das ist dann auch blöd. Hier kann ich nichts verkaufen. Da ist die Zinkmine, da hinten ist die Alumine. Der muss extrem hyperraumfähig sein, das Schiff nachher. Es muss weit springen können. Muss ich da dementsprechend nur umbauen. Nein. So. Mein Handelsschiff braucht keine Waffen, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich es nämlich in den Kampf reinschicke, geht es nämlich dann drauf. Ein bisschen Schild hat es. Das kann es auch behalten. Kein Aluminium, das ist auch gut. Koordinaten eingeben, warum nicht? Verkaufen Holz. Holz hier verkaufen? Warum? Nee. Nee, nee, nee. Hier ist nichts. Sie sind nur Tore. Station verkaufen. Hier ist auf jeden Fall kein Aluminium. Kristallfarm. Ich habe ja tatsächlich jetzt erstmal das Rezept vergessen. Ne? Also tatsächlich würde ich das nächste Mal machen, wegen das Geld habe ich ja noch nicht. Und wenn ich den Alu-Händler unterwegs habe, geht das Geld jetzt ziemlich schnell rein, denke ich. Zumindest ist so der Plan.
Kein Aluminium. Ich könnte ja auch meine schlaue Liste mal aufrufen. Aluminium, Handelsposten gekauft und verkauft. Kauft Laser, Munition, Schiffswerft, Munition. Alles mal hier hinbringen. Militärstation. Schiffswerft auf jeden Fall. Da wird das nächste auf jeden Fall auch da. Es teste ich jetzt mal aus, ob es wirklich so ist. Dann wird hier jetzt Aluminium verkauft. Ja. Und zwar an der Schiffswerft, oder? Ja. Notiz hinzufügen. Dann brauche ich ja gar nicht mehr suchen. Es gibt nämlich eine Avorion-Tabelle, wo man was kaufen kann. Kann ich ja mal als Link in die Videobeschreibung packen. Kann ich jetzt zu meinen letzten beiden Videos machen. Wunderbar. Muss ich jetzt nur zurück. Ist der Händler ja einsatzbereit. Hier ist ja die Schiffswerft. Das Schiff müsste fertig sein. Schicke ich dann da hinten hin? Ja, das Schiff ist da. Wunderbar. Das war doch hier, das, oder nicht? Ja, und jetzt erstmal rein da, bauen. Blöcke umwandeln, was haben wir denn da? Natürlich X-Achse, ne? So, das war's dann schon mal. Schildgenerator bauen nicht, Hyperraumkern. Generator. Brauchen noch ein bisschen Generatoren. Nur ein bisschen. Gut, dann haben wir Generatoren und Hyperraum reingemacht. Frachtraum lasse ich dann jetzt mal so. Das dürfte ich noch ein paar Teile erneuern, umwandeln.
paar Korrekturdüsen wären nicht schlecht. Zumindest einmal hier. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Wie viel Frachtraum habe ich denn noch? Nur umwandeln. So. Müsste das eigentlich passen. Triebwerk hat das Ding genug. Ja. So wird es, denke ich, mal flugfähig sein. Eine Sache fehlt noch. Transporterblock. Block umwandeln. Da und da. Ich weiß ja nicht, wie es mit Integrität steht. So, ich glaube, jetzt passt das auch. So, Slots. Du brauchst mindestens so ein. Fest verbaut. Fest installiert. Dann brauchst du auf jeden Fall Strom. Fest installieren. Gut. Du brauchst auf jeden Fall Hyperraum. Fest installiert. Ein Handelsupgrade wäre auch nicht schlecht. Habe ich noch ein blaues Handelsupgrade, was ich da reinstecken kann? Frachtraumupgrade ist auch nicht schlecht. Plus 27%. Auch fest installiert ein Handelsupgrade, damit man da was machen kann. Dann würde ich sagen, davon noch mal eins rein. Wenn wir noch haben, noch ein davon einen rein. Da haben wir, glaube ich, denke ich mal, alles drin, was so ein Frachtschiff braucht. Extreme Reichweite. Und Crew. Anheuern. Anheuern.
Sonst brauchst du nichts, ne? Sonst hast du alles. Kuh automatisch verteilen. Passt das? Einzige, was ich könnte, das Schiff nur ein bisschen skalieren, das ist das Einzige. Aber jetzt gucken wir mal die Reichweite an. Ja, es hat eine ordentliche Reichweite, das sagen wir schon mal so. Und du, mein Freund. Ist ja der Alu-Händler, ne? Solange da jetzt keine Signatur ist, ist alles gut. Würde ich lieber so springen. Da bin ich wirklich sicher. Braucht aber ganz schön lange für einen Sprung, wa? Ist doch nicht schlimm. Güter kaufen. Aluminium. Nein, ich will ja erst mal zu Aluminium selber. Alumine wechseln. Aber liebe Freunde, wie ich die Route einrichte, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.